Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back zu einem Video. Heute spielen wir Roblox. Und heute spielen wir im Hacker-Tycoon oder wie auch immer das genau heißen soll. Auf jeden Fall werden wir hier eine Hacker-Tycoon irgendwas bauen. Ich habe aber keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, das habe ich noch gar nicht gespielt. Auch wenn es mir irgendwie ein bisschen... Also, es kommt mir so vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Aber nein, bin ich. Ich glaube nicht. Hoffentlich nicht. Also, okay, wir haben am Touch to Climb. Hier können wir reingehen. Und da war schon mal das Windows-Zeichen. Das Coole ist irgendwie, man sieht es von außen, aber irgendwie sieht man es nicht von innen. Was ein bisschen merkwürdig ist. Ich habe keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Aber na gut. Und wie auch immer. Hier haben wir 20 Geld. Das können wir collecten, wenn wir wollen. Also, hier sammeln wir das ganze Geld. Und hier wird dann quasi alles gebaut. Wie auch immer das genau aussehen soll, ich habe wirklich keine Ahnung, aber start working. Wie cool ist das denn? Oh, ich kann... ich muss selber arbeiten. Wir hacken selber, Leute. Und dann, je öfter wir klicken, ich drücke mal so schnell, wie ich kann. Und dann bekommen wir quasi Geld dafür. Ich bin jetzt schon kaputt. Okay, ich werde hierfür auf jeden Fall Robux ausgeben, weil ich habe sonst keine Ahnung, wie ich es machen soll. Oh, ich werde... Nein! Geh weg, geh weg. Mann, du nervst, wirklich. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir haben hier sogar Sounds, wir sterben. Keine Ahnung, ob das neu bei Roblox ist, wenn man stirbt, dass man Sounds bekommt. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber ziemlich, ziemlich nervig, der Typ. Kann man nicht anders sagen. Wir haben 175 Cash. Zweimal Cash. Na, dann kaufe ich gleich unendlich Geld, aber das tue ich noch nicht. Infinite Cash. Hier kann ich das tun. Wie teuer ist das? Das kostet... Ja, das ist gar nicht so teuer. Okay, lass mich das mal ein bisschen selber hacken, weil wenn ich sofort dann fertig bin, das wäre auch ein bisschen blöd. Deswegen, ich werde das mal ein bisschen selber hacken, schätze ich mal. Macht extrem viel Spaß zu hacken. Sehr geil. Wirklich das Geilste, was es gibt. Und ja, je öfter man drauf drückt, desto mehr Geld bekommt man. Und das ist ziemlich, ziemlich cool, dass man alles selber... Man muss wirklich alles selber machen. Glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Oh, wir haben eine Menge Geld bekommen. 300. Und jetzt haben wir... Oh, jemand, der für uns hackt. Was steht hier? Hire a software engineer. Er hackt jetzt für mich. Okay, das ist irgendwie lustig, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt ist das sehr witzig. Und jetzt können wir quasi hier drauf drücken. Und ich werde nichts kaufen. Wenn ich was kaufe, dann ist es wirklich Infinite Cash. Ansonsten bringt mir das ja nichts, irgendwas zu kaufen. Und dann merke ich, hey, ich habe alles gekauft, aber es dauert trotzdem noch viel zu lange. Und da kaufe ich Infinite Cash und dann habe ich auf einmal alles. Also da kaufe ich ja lieber sofort Infinite Cash. Aber na gut, wie auch immer. Lass uns weiterklicken und gucken, was können wir hier kaufen. Buy Antivirus, okay. Keine Ahnung, was es bringen soll. Buy Antivirus, okay. Ich glaube, ich würde gerne Angestellte hier. Wow, 600 Geld. Ich habe 9 Angestellten. Oh, wie cool ist das denn? Schau dir das mal an. Kann ich den beobachten, bitte? Okay, das ist irgendwie lustig, Leute. Das ist irgendwie sehr, sehr witzig. Hier, schau dir das mal an. Irgendwie ist das super cool. Das ist echt witzig. Wow, kann man nicht anders sagen. Ziemlich geil. Na gut, das Geld sammelt sich sogar relativ schnell. Hier 130, 140. Also, es geht sehr schnell. Oh nein, geh weg von mir. Der Typ will mich jetzt töten. Kannst du bitte aufhören damit? Ich habe kein Interesse daran, mit dir zu kämpfen, Buddy. Daneben, Edgy Badgy, daneben. Lalala. Wir machen ein Minigame. Wie lang braucht er, um mich zu töten, Leute? Ich sage sehr, sehr lang. Und wird er mich bekommen? Nein, wird er nicht, denn ich bin unantastbar. Schau dir das mal an. Oh mein Gott. Das ist wirklich das beste Minigame ever. Er kriegt mich nicht. Oh, er hat mich bekommen. Okay, schade. Herzlichen Glückwunsch, Buddy. Aber kannst du bitte weggehen? Ansonsten hast du ein Problem. Ich merke mir deinen Namen. Leo. Wie ist dein Name? Leo. Oh, hier sehe ich es doch, oder? Wo ist dein Name hier? Hier muss er doch irgendwo stehen, oder? Nicolas Paul? Nein, ne? Das bist du nicht, glaube ich. Okay, ich habe keine Ahnung, wo dein Name steht, ehrlich gesagt, aber... Oh, hier gibt es sogar Microsoft, Nvidia, AMD, Google. Ich würde gerne bei Google sein. Wo bin ich momentan? Ich glaube, ich bin Microsoft. Okay, ich schätze mal, mit Microsoft gebe ich mich zufrieden. Aber wo ist Apple? Es fehlt definitiv noch Apple, Leute, hundertprozentig. Also ohne Apple geht hier gar nichts. Aber na gut, wie auch immer. Hier sammelt ich das Geld und das Geld kommt quasi dann hier an. Also hier geht es dann rein und es klappt wirklich sehr gut. Lass mich mal hier sowas hier holen. Antivia. Ah, dadurch gibt es mehr Geld. Verstehe, verstehe, verstehe. Ziemlich geil, Leute. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen gehypt. Ich bin ein bisschen gehypt wegen dem Tycoon. Finde ich richtig geil. Also kann ich es nicht anders sagen. Finde ich echt Hammer. Ich frage mich, wie lange der Tycoon geht. Ich meine, der wird doch schon eine Zeit lang gehen, oder? Ich bin mir echt nicht sicher, wie lange das gehen wird. Aber na gut, wie auch immer. Wie viel Geld habe ich? 1000. Oh mein Gott, 1000 Geld. Eine Menge, Leute. Was können wir kaufen? Wir können hier Higher... Was? Senior? Wie teuer? 2000, dein Ernst? Oh mein Gott, wir haben ein weiteres Antivir-System, Leute. Sehr, sehr nice. Okay, weiter geht's. Oh, er kommt wieder zurück. Geh weg. Okay. Du willst es so haben? Minigun. Bye. Hi. Du willst Schläge haben, Buddy? Du willst Schläge haben? Hier, du wolltest Schläge haben. Ich meine, ich kann nichts dafür, okay? Du wolltest Schläge haben, dann bekommst du auch Schläge. Wir haben eine verdammte Minigun, Leute. Wow. Das ist nicht mehr normal. Was hat er geschrieben? My dad isn't as stupid as you. Er hat geschrieben, mein Vater ist nicht so dumm wie du. Ich meine, es ist ja schon gut für seinen Vater, aber wieso sagt er mir das? Ich habe wirklich keine Ahnung, wieso er mir das sagt. So gar nicht. Na gut, wie auch immer. Komm schon, gib mir mehr Geld. Ich brauche mehr Geld, Leute. Ich brauche mehr Geld. Seht ihr, was für ein Profi ich bin? Wenn er wieder zurückkommt, Leute, ich muss vorbereitet sein. Wow. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung.
Bitte hör auf damit, das macht mich so ein bisschen kirre-kirre oder wie auch immer, keine Ahnung. Wie viel habe ich? Ha, 2410, yes. Ich mag die Geschwindigkeit, in der es geht. Wow. Wow, das ist echt Nerd, Leute. Aber Nerds sind die Besten, wenn es um PC-Sachen geht. Ich mag Nerds. Ich wär selber gerne ein Nerd. Nerds sind auch sehr, sehr schlau und sehr, sehr intelligent. Also wenn du ein Nerd bist oder andere Leute dich als Nerd bezeichnen, dann hast du ein Kompliment von mir, weil ich finde Nerds ziemlich, ziemlich cool. Und da haben wir einen Nerd. Leute, das ist ein Nerd. Hundertprozentig. Oder findet ihr nicht, dass es ein Nerd ist? Ja, Nerd oder nein, Nerd? A oder B? Ich sage nämlich A, für ja, definitiv Nerd. Okay, der arbeitet jetzt und ich glaube, jetzt hat sich... Ja, es sammelt sich so schnell Geld, Leute, das ist ja nicht mehr normal. Wir haben jetzt schon Tausender. Oh mein Gott, wir sind reich. Seht ihr, wie schnell das hochgeht? Was ist das hier? Buy some stairs. Cool. Hier geht's dann noch weiter, Leute. Wie geil ist das denn, Leute? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen gehypt auf jeden Fall. Und wie viel Geld hat sich gesammelt? 1000. Ja, ich muss auf jeden Fall mitarbeiten, so ist es. Okay, wir werden noch ein bisschen weitermachen und dann werde ich früher oder später Infinite Cash holen. Damit, ich meine, es geht hier darum, es geht hier quasi darum, die ganzen Sachen zu kaufen, weil ich meine, es ist ziemlich langweilig, wenn ihr mich sehen würdet, wie ich die ganze Zeit klicke. Deswegen, ja. Oder ich könnte Double, wisst ihr was, wie teuer ist Double Cash? Wie teuer ist das? Sag mir, wie teuer das ist. Okay. Das ist eigentlich unnötig, das zu kaufen, weil, Leute, selbst wenn ich es jetzt kaufe, das bringt mir ja quasi nicht allzu viel, oder? Oder wie findet ihr das? Ich denke, das bringt mir nicht allzu viel. Na gut, wie auch immer, das Geld sammelt sich. Sehr schnell sogar, sehr, sehr gut. Und wir können derzeit andere Sachen kaufen. Wie teuer ist das denn? 10.000. Oh, ich hätte ordentlich Cash kaufen sollen. Bei 3D-Printer. 3D-Printer sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Würde ich auch gerne zu Hause haben. 6.500, Leute. Ich glaube, wir werden unendlich Cash kaufen. Seht ihr, das meinte ich mit Double Cash. Ich merke jetzt werden die Sachen zu teuer. Und da muss man sich auf jeden Fall was Besseres leisten und da hinten wird geschossen. Buddy, ich habe mir eine verdammte Minigun für dich geholt. Okay? Du legst dich nicht mit der Presse an mir an. Das ist richtig. Okay, wie auch immer. Das Geld sammelt sich hier, braucht es aber nicht mehr, denn wir haben unendlich Geld. Haben wir unendlich Geld? Wir müssen unendlich Geld haben, oder? Bam? Hä? Infinite Cash. Already, das meine ich, Leute. Manchmal kaufe ich Infinite Cash und dann habe ich es einfach nicht. Das ist voll merkwürdig. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wieso ich nicht Infinite Cash habe. Ich sollte hundertprozentig Infinite Cash haben. Hier. Already owned this item. Seht ihr das? Oh, das ist so dreist. Ich hasse das, wenn sowas passiert. Weil, ich meine, ich weiß doch, ich habe Infinite Cash. Aber irgendwie nimmt er das nicht so an, habe ich das Gefühl. Was ein bisschen merkwürdig ist. Voll traurig, Leute. Buy some stairs. Mehr Treppen, natürlich. Wieso denn auch nicht? Ich meine, ich habe hier unendlich Geld. Aber er sieht's nicht an. Er sieht's nicht, okay? Bisschen blöd, aber na gut, wie auch immer. Was können wir hier kaufen? Das ist was? Sehr cool. Sind das die Messer? Mit denen hat er auf mich geworfen. Cool. Oh, wie geil ist das denn, Leute? Und ein weiteres Messer. Aber gegen meine Minigun kommt nichts. Klar, Leute, nachladen und losschießen. Schaut euch mal an, die Minigun ist das Geilste, was es gibt. Ziemlich, ziemlich geil. Ich liebe die Minigun wirklich sehr. Okay, ich werde mal die Musik ausmachen, weil ich habe ein bisschen Angst wegen Copyright, bla 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 und so weiter und so fort. Am Anfang ging es ja noch, aber dann hat sich die Musik geändert. Was ein bisschen blöd war, aber na gut, wie auch immer. Soll ich jetzt weiter Geld produzieren? Ich meine, ich habe doch Infinite Cash. Ich weiß ja nicht wo. Hier. You already own this item. Your account has not been charged. Jetzt. Ich habe Infinite Cash, okay? Mein Account wird sowas von gecharged. Cash to collect. Also, nee. Wo kann ich das Infinite Cash jetzt bekommen? Die Probleme hatte ich schon bei einigen Tycoons, ehrlich gesagt. Wo ich quasi Infinite Cash gekauft habe. Okay, ich habe es gekauft. Und dann ging es einfach mal nicht. Was extrem ärgerlich ist. Aber na gut, wie auch immer. Dann werde ich halt das hier tun. Was passiert, wenn ich so viel Geld... Na, 10.000 Geld finde ich unnötig. Ist zwar sehr billig. 10 Speeds? Bin ich dann 10 mal schneller? Okay, sehr interessant. VIP Pass? Was ist das hier? Want to buy a Game Pass. Okay, machen wir mal aus Spaß. Was bringt das? Ist ja gar nicht so teuer, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was es bringt. Es haben sich auch nur 3000 gesammelt, was nicht allzu viel ist. Aber dadurch können wir auf jeden Fall irgendwas kaufen. Und zwar können wir das hier holen. Oh, cool. Oh, ein weiterer, der arbeitet? Alter, wie viele Monitore hast du denn bitte? Ist ja nicht mehr normal, Buddy. Und was für ein Technik-PC ist das denn bitte? Das ist ja wirklich die absolute Zukunft, kann man nicht anders sagen. Der nächste kostet 14.000. Aber... Wow, das ist ja nicht mehr normal. Aber irgendwie, da kommt gar nicht so viel Geld raus, oder? Obwohl das ja nicht mal Geld, das ist ja sowas Hack-mäßiges, keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus wie Geld, aber irgendwie nicht zum Teil. Ich weiß es selbst nicht genau. Aber na gut, ich akzeptiere es. Und trotzdem habe ich nicht mein Infinite Cash. Ich bin so traurig, Leute. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe die Welt wirklich nicht mehr. Ich finde es echt blöd. Ich werde jedes Mal verarscht, wenn ich hier irgendwelche Dingsabums da spiele. Godly VIP. Ah, stimmt, ich habe ja VIP gekauft. Das heißt, ich kann da reingehen, ne? Stimmt. Wenn man VIP kauft, Leute, kann man da reingehen, was ja sehr, sehr nice ist. Deswegen, das würde ich gerne machen.
Oh, ich komme da rein, ohne zu sterben. Und hier kann ich dann quasi meinen Außen entfernen, wenn ich Lust habe. Ich nehme mal das hier. Das ist grün. Und ich mag die Farbe, sie grün sehr, sehr gerne. Da haben wir Spray. Ja, eine Rakete haben wir hier. Was gibt's hier noch? Ein Segway oder wie auch immer das Teil heißt. Bam. Können wir das Teil benutzen? Yay! Okay, ist ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Ein bisschen langweilig ist es schon, aber mehr können wir leider hier nicht tun. Was ein bisschen schade ist. Aber glaulich bin ich nicht. Nee, nee, nee. Wir können sogar die Farbe ändern. Oder? Oh, wir ändern die Farbe. Ich nehme grün. Was ist jetzt grün? Hä, es sollte normalerweise grün werden, oder? Okay, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß selber nicht. Oh, der hat Google. Wie cool ist das denn? Das ist ziemlich groß. Ja, Mann, ich wünschte, ich hätte Infinite Cash. Ich bin so glaulich, aber hier hat sich eine Menge gesammelt. Eine wirklich große Menge. Auf jeden Fall dauert dieser Sekunde immer ein bisschen länger. Aber ich denke, das ist okay, wow. Oh mein Gott. Ja, das ist nicht mehr normal, Leute. Was ist das hier? Schaut euch mal diesen PC an. Wow. Ach du meine Güte, kann ich da irgendwas durch? Ich kann da durchgehen. Wieso kann ich da einfach durch? Kann ich da einfach durch? Wirklich? Okay, anscheinend schon. Kann ich da irgendwas drücken? Nee, leider nicht. Aber dadurch würde ich mehr Geld sammeln. Wow, dadurch würde ich sehr viel Geld sammeln. Aber was, wie viel sammelt sich? 8000 schon? Okay, jetzt habe ich wieder 25.000, was wirklich eine Menge ist. Was habe ich jetzt gekauft? Ich habe keine Ahnung. Oh, nee, was habe ich gekauft? Jetzt mal ehrlich. Was ist das hier? Oh mein Gott. Wir haben so viele Upgrades, ziemlich, ziemlich nice. Und hier können wir für 15.000 noch was anderes holen. Sehr, sehr geil, Leute, auf jeden Fall. Also hier gibt es wirklich eine Menge, was man alles bekommen kann. Okay, es haben sich schon wieder fast 20.000 gesammelt. Jetzt geht es aber doch wesentlich schneller, okay. Trotzdem wurde ich verarscht, oder findet ihr nicht, Leute? Findet ihr, ich wurde verarscht oder nicht? Das ist echt blöd, okay? Es ist wirklich blöd. Aber jetzt bekommen wir noch mehr Geld, weil jetzt haben wir noch mehr von diesen Teilen hier, die quasi das Geld produzieren werden. Was wirklich, wirklich cool ist. Und ja, deswegen, damit werde ich mich zufriedenstellen. Was ist das da draußen? Buy a frame. Okay, das sieht interessant aus. Kann ich leider nicht. Ich glaube, Frame ist, glaube ich, Wand damit gemeint, oder? Und hat sich nicht genug? Ja, es sammelt sich hier wirklich immer mehr. Ja, nice. Oh, cool. Mein Boot ist also außen. Verstehe. Oh, sehr cool. Wow. Der absolute Hammer gefällt mir sehr gut. Finde ich richtig Hammer, oder? Wie findet ihr das, Leute? Ich finde es richtig cool. Kann ich nicht anders sagen. Und ich glaube, jetzt hat sich wieder mehr Geld gesammelt. Oh, bitte, 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 bitte. Yay, wieder mehr Geld gesammelt. Ich liebe das. Oh, hier gibt es eine Menge. Kein Wunder, dass man so viel Geld bekommen muss, um wirklich alles zu bauen. Boah, wir bauen langsam alles. Schaut euch das mal an. Wir bauen es aber langsam, ne? Sehr, sehr langsam. Langsam, aber sicher. Wirklich, wirklich cooler Tycoon. Besser als erwartet, ehrlich gesagt. Und hier komme ich nicht durch, oder? Nope, da komme ich leider nicht durch. Was ein bisschen blöd ist, aber ich akzeptiere es. Okay, ich akzeptiere mein Schicksal. Genau, das werde ich tun. Okay, viel Geld bekomme ich jetzt, wenn ich noch weiter hier draufklicke? Wahrscheinlich nicht allzu viel mehr. Hä? Es geht gar nicht. Ah, wahrscheinlich, weil ich den Segway in der Hand halte, ne? Gedrückt halten kann ich leider nicht. Nein, ich werde es aber ignorieren. Ist egal, Leute. Ich werde da nicht mehr rumklicken, weil es irgendwie nervig ist. Buy only, only. Oh, jetzt komme nur ich durch. Yes. Sehr gut, jetzt kommen wir nur wieder durch. Ein High Five dafür. Psch, danke für den epischen High Five. Der Typ will kämpfen, ne? Was passiert jedes Mal, wenn ich die Minigun nehme? Verdammt verstörend. Der Typ will mich attackieren. Komm schon, erschieß ihn. Bam. Ich will ihn töten. Nice. Geh nach Hause, das ist richtig. Leg dich nicht mit dem König an. Mit dem Badass-König lächeln. Was ist... Wieso sehe ich so komisch aus? Ich will, wisst ihr was? Ich will es gar nicht wissen. Sah verdammt merkwürdig aus, was gerade passiert ist. Gibt es noch etwas hier außen, was ich holen kann? Weil ich denke, das könnte sehr wichtig sein. Was, wie ist die Musik übrigens jetzt? Oh, cool. Bep, 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 bep. Ja, gut, ich werde sie aber auslassen, schätze ich mal. Aber außen kann ich irgendwie nichts mehr kaufen, ne? Nur noch drinnen. Ja, tatsächlich. Nur noch drinnen können wir was kaufen. Dann lass mal sehen, was. Viel Geld hat sich gesammelt übrigens, weil ich war doch jetzt schon einige Zeit unterwegs. 26.000, eine Menge auf jeden Fall. Und jetzt merke ich gerade die FPS-Drops, denn hier geht so viel vor sich. Aber das Spiel lag jetzt nicht intensiv oder so, deswegen. Ich werde es akzeptieren. Ja, Lichter mag ich jetzt nicht so. Ich mag Lichter wirklich gar nicht, weil es dann doch zu hell ist, finde ich. Oder wie findet ihr das, Leute? Hier, ich. Oh mein Gott, wie das rumglitscht. Oh, das ist ja nicht mehr normal. Das ist ziemlich heftig, wie das rumglitscht. Ich wollte mich mal resetten. Okay, ich habe mich resettet. Jetzt habe ich keine Waffe mehr, gar nichts. Aber jetzt kommt auch keiner mehr durch. Weil die kamen ja alle durch und das war ein bisschen problematisch. Aber jetzt werden wir uns das nicht mehr gefallen lassen. Denn jetzt gehört das uns hier, okay? Uns, nur uns. Oh, jedermann könnte hier oben durch. Und hier. Oh, hier gibt es noch mehr. Oh mein Gott. Noch mehr. Ach, du Kacke. 3D-Printer. Was bringt dieser 3D-Printer? Irgendwie gar nichts. Bei Norton Security System. Sehr interessant. Können wir noch einen weiteren Hacker holen? Bei Windows Servers. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird uns helfen dann, oder? Ich denke, das wird uns wirklich helfen, was ziemlich nice sein wird. Aber was der Drucker hier tut, ich habe keine Ahnung. Es ist verdammt hell, Leute. Wirklich sehr, sehr hell. Also, das ist wirklich ein bisschen nervig. Aber na gut. Musik an? Okay, Musik an, wie auch immer. Meinetwegen. Na gut, Leute, da ich Infinite Cash nicht kaufen konnte, werde ich wahrscheinlich das hier holen müssen. Immer wieder 10.000er Cash, damit wir hier vorankommen, weil... Ja, es kostet 49, aber auf Dauer wird es wahrscheinlich mehr kosten, weil ich bin mir sicher, ich werde nicht nur einkaufen müssen, sondern mehrere. Nice, nice, nice. Okay, 40.000, seht ihr das? 40.000. Das ist eine Menge.
Und ich kann nicht irgendwie... Oh mein Gott, das ist so viel. Das ist so verdammt viel. Hier, 40.000. Was zum Teufel? Jetzt wird es richtig teuer, Leute. Bei Backup-Servers. Oh mein Gott. 3D-Printer, das kann ich holen. Ich bin stuck. Bestens, wirklich bestens. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Komme ich hier wieder raus? Komme ich hier bitte wieder... Okay, ich resette mich. Backup-Servers können wir kaufen. Bam. Oh, noch mehr Server. Jetzt kriegen wir noch mehr Geld. Pro Sekunde quasi bekommen wir das ganze Geld. Was sehr, sehr nice ist, schätze ich mal. Und ich glaube, höher wird der Tycoon gar nicht, ne? Hier zwei... drei Ebenen hat der... Ist das drei... Ja, das sind drei Ebenen. Okay, da geht bis zu drei Ebenen. Wir sind gerade bei der zweiten, wie ihr sehen könnt. Also, das ist die zweite jetzt. Ah, da oben. Ja, es geht tatsächlich bis zu drei Ebenen. Ziemlich, ziemlich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, please report any bugs to the group wall. Okay, sehr interessant. Tut mir leid für die kleinen FPS-Lags, aber... Ich weiß nicht, ich glaube, das kommt nicht ganz damit klar, weil es doch schon ziemlich viel hier passiert bei diesem Spiel. Ich meine, schaut euch das Ganze mal an. Hier geht die absolute Party ab und dann auch die ganze Helligkeit. Das ist nicht mehr normal, Leute, wie hell das ist. Wie Geld hat sich gesammelt? 33.000. Eine Menge, aber leider noch nicht genug. Wir brauchen 50.000. Ich muss sagen, der Tycoon gefällt mir echt richtig gut. Das Geld sammelt sich sehr schnell, weil ich mag es nicht, wenn das das Geld sich so langsam sammelt. Ich meine, es gab ja diesen einen epischen Zuschauer, der für mich den Tycoon erstellt hat. Und ich fand es so episch, dass er für mich das getan hat. Übrigens, ich würde mal gerne zu Gott VIP gehen und zu gucken, was es dort gibt, während sich mein Geld da sammelt. Was ist das hier? Ach, da kann ich einfach... Oh, Mann. Oh, nein. Nein, 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 nein. Oh, jeder Tycoon ist anders. Oh. Ich habe Infinite Cash. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Und zwar, ich hätte da einfach hingehen sollen. Aber Leute, wer hätte von euch erwartet, dass man da einfach hingehen soll, oder? Was sagt ihr dazu? Hättet ihr es gedacht? Hättet ihr es gedacht? Ein Einfall dafür. Psst. Oh Gott, ich wollte einfach rausgehen. By Frame. Ja gut, jetzt lohnt es sich eh nicht mehr. Okay, da kaufen wir erstmal alles hier außen. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr ärgerlich. Wow, hier kann man eine Menge holen. Puh, meine Güte, das ist wirklich eine Menge. Aber jeder Tycoon ist halt anders. Und normalerweise, wenn ich Infinite Cash hole, denke ich, ich habe Infinite Cash. Aber nein, haben wir normalerweise nicht. Bei Wall. Okay, langsam wird unser Tycoon zu etwas ganz Großem. Weil, Leute, es hätte sonst zu lange gedauert. Das Video wäre sonst zu lang wieder. Also, wenn die Videos zu lang gehen, ist es auch nicht so gut. Also, es gibt so eine... Ich finde so 20 Minuten perfekt. 20 Minuten ist eine absolute Luxuszeit, denke ich. Ihr müsst euch ja vorstellen, ich lade noch mehr Videos am Tag hoch. Deswegen, ja. Aber na gut, wie auch immer. Lass uns den ultimativen Tycoon mehr Servern versorgen. Mehr Server. Und mit allem Drum und Dran, was diesen Tycoon wirklich einzigartig und episch macht. Hier arbeitet noch jemand, der hat irgendwie Hirschhörner. Keine Ahnung wieso. Aber na gut, wie auch immer. Mehr Treppen. Das brauchen wir. Genau, wir brauchen alles. Noch mehr. Oh mein Gott, hier ist es so episch, Leute. Das ist der absolute Hammer. Ich liebe den Tycoon. Wirklich sehr geiler Tycoon. Jetzt. Oh, was ist das hier? Wie teuer? Bei Supercomputer. Wir haben nicht mehr... Okay, ich glaube, wir müssen nochmal zum Infinite Cash zurück, oder? Ich gehe mal davon aus. Anders kann ich mir das nicht erklären, ehrlich gesagt, Leute. Keine Ahnung, aber ich gehe mal wieder zurück zum absoluten Computer. Und dort werde ich mal testen, ob wir jetzt wieder Infinite Cash bekommen, oder? Ich gehe mal davon aus, weil ich habe es ja einmal gekauft. Was quasi bedeutet, dass ich immer wieder reingehen kann. Okay, Leute, wir haben so viel Geld. Das heißt, wir können wirklich eine Menge hier kaufen. Also, das ist ziemlich, ziemlich nice. Und ich weiß gar nicht, was hier passiert, ehrlich gesagt. Das ist ja nicht mehr normal, was es hier alles gibt. Aber na gut, wir kaufen das. Was auch immer das ist. Sieht aber... What the... Was ist das? Eins? Okay, das sieht wirklich nach Hack aus. Kann man nicht anders sagen. Also, wenn das kein Hack ist, Leute, habe ich keine Ahnung. Upgrade Firewall. Okay, ich kaufe einfach alles. Ist mir egal. Ich habe so viel Geld. Gibt es nicht einen Song? Ist mir egal. Ist mir egal. Ja, stimmt, dieser Sänger ist ja gestorben, ne? Das ist mal schade. Aber, ja, das Lied ist ziemlich witzig. Das würde jetzt hier zu passen. Ist mir egal. Aber na gut, kann ich hier aus was kaufen? Moment mal, ganz kurz. Also, ich kann ja drei Ebenen haben, ne? Oh Gott, ich bin mit durcheinander. Aber wo ist dann die nächste? Wie kann ich die nächste... Muss ich rausgehen? Oder irgendwie hier bei diesem PC, was auch immer das sein soll? Ich habe wirklich keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich hier tun soll. So gar nicht. Oder kann ich irgendwo drauf treten? Weil ich muss ja noch irgendwo drauf treten, Leute. Meine Güte. Hier geht so viel ab. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was hier vor sich geht, ehrlich gesagt. Ich bin so voll überfordert mit dem kompletten Tycoon. Aber ich bin mir sicher, wir werden schon die Stelle finden. Ah, jetzt sehe ich es. Ah, sehr, sehr gut. Jetzt können wir hier kaufen. Also wir mussten also erstmal das erste kaufen. Und dann können wir quasi mehr kaufen. Und jetzt können wir wahrscheinlich auch das Ende kaufen, oder? Ja, das würde wahrscheinlich das Ende sein. Ziemlich, ziemlich cool sieht es aus. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Der Tycoon ist wirklich gelungen. Also ziemlich, ziemlich nice. Und ja... Wir haben so viel Geld. Ist nicht mehr normal, wie viel Geld wir eigentlich haben. Aber na gut, lass uns alles hier nehmen. Nice, nice, nice. Sehr, sehr gut. Bei Window, okay. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Haben wir auch ein Dach? Moment mal, haben wir kein Dach? Willst du Schläge? Willst du Schläge, Buddy? Hier, stirb. Bam, 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 bam. Okay, lässt mich in Ruhe. Gute Entscheidung, Buddy. Sehr gute Entscheidung. Aber war es das hier?
Ich glaube sogar ja, Leute. Ich glaube, das war's tatsächlich. Ja, ich kann nicht mehr kaufen. Sehr interessant. Ich find's auch cool, wie weit kann man überhaupt rauszoomen? Ziemlich krass, oder? Wie findet ihr das, Leute? Kann man aber kein Dach kaufen? Kann man wirklich kein Dach am Ende kaufen? Bestimmt, oder? Hier seht ihr das? Ah, da oben. Ah, dritte Ebene kann man auch noch kaufen. Ich sehe es. Hier hat sich eine Menge Geld gesammelt in der Zeit, wo ich weg war, schätze ich mal. Was sehr, sehr nice ist. Na gut, dann wollen wir mal. Hier kann man einige Sachen kaufen. Was gibt's denn hier alles? Hey, Balina, alles klar? Kannst du bitte nicht zu mir gehen? Wenn du mich in Ruhe lässt, darfst du hier bleiben. Aber nur, wenn du mich in Ruhe lässt. Ansonsten... Okay, wir haben alle. Hoch geht's und hier... Okay, hier gibt's noch mehr. Hey, willst du sehen, wie ich hier baue? Willst du das sehen? Oh mein Gott, ich habe selber keine Ahnung, was ich hier kaufe. Er kann sein Aussehen verändern in meinem Tycoon. Das ist ja voll komisch. Ja, war voll nervig. Aber na gut, wie auch immer. Ich akzeptiere es. What the frick ist das, Leute? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? So cool. Funktioniert die Waffe überhaupt? Irgendwie nicht so richtig, oder? Naja, gut, wie auch immer. Was gibt's hier noch? Das kann nicht sein, dass es das war, oder? 30% Walk Speed. Okay, wir sind 30% schneller. Ziemlich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber war es das jetzt hier? Okay, wahrscheinlich kann man draußen wieder weiterkaufen, oder? Aber ich hätte jetzt mehr hier erwartet. Aber nein, gibt's nicht. Oh, du hast ein cooles Aussehen. Iron Man. Hey, wieso gibt's hier Iron Man? Ich verstehe es nicht. Na gut, wie auch immer. Kann ich hier jetzt mal kurz raus? Ich finde den eigenen... Also ich komme in meinem eigenen Tycoon nicht klar, Leute, weil hier viel zu viele Sachen passieren. Achso, ich bin schon auf der ersten Ebene. Verstehe. Okay, sehr, sehr gut. Deswegen kann ich hier nochmal... Hä? Das war's. Ich glaube, das war's tatsächlich, Leute. Ja, das war's mit dem Tycoon. Ziemlich, ziemlich cooler Tycoon, kann man nicht anders sagen. Also man kommt hier quasi rein, da hat man hier die erste Ebene, wo sich das ganze Geld sammelt. Hier arbeiten meine Hackerfreunde. Ich meine, meistens gibt's nicht einen Hacker, meistens gibt's mehrere Hacker, die haben auch wahrscheinlich einen Server und so. Ich meine, die können ja in Kreditkarten hacken und sowas. Aber natürlich, das ist extrem illegal. Also es gibt sogar Hacker, die sich in Banken reinhacken. Naja, was ziemlich, ziemlich heftig ist. Aber hier gibt's noch ein bisschen, kann man sein Aussehen verändern. Will ich aber eigentlich gar nicht. Und da kann man hier noch ein paar Waffen testen. Was ist das alles hier? Rifle, okay, sehr interessant. Wie cool. Ich liebe diese Waffe. Wow, okay, sehr cool. Oh mein Gott, Leute, wie cool ist das denn? Aber na gut, Leute, ich würde sagen, ich werde die Folge... Oh mein Gott, hör auf damit, bitte, du machst mir Angst. Ich werde die Folge vorerst mal stehen lassen. Ziemlich, ziemlich cool, kann ich ja noch sagen. Also für mehr Tycoons hier in Roblox, bewerte dich vergessen. Falls du es nicht getan hast, kannst du unten gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.